Hallo und herzlich willkommen. Genießt diesen geilen Soundtrack, den möchte ich auf CD haben. Wenn mir den einer schickt, ich schick dir Antrags zurück. An meiner Seite, natürlich, der großartige Starkiller. Ich bin euer Mr. Venom 1975. Der große Antragsdealer. Das ist immer noch eine scheiß Gruppe, ich bleibe dabei. Ich rede doch nicht von der Gruppe, sondern ich rede von dem weißen Pulver. Das nennt man auch manchmal anders. Herzlich willkommen zu Gefährliche Mäusejagd. Wobei ich schon mal gleich anmerken möchte, dieses schwarze Ding, was sich auf dem Bildschirm bewegt und wo wahrscheinlich eine Maus darstellen soll, sieht für mich aus wie Warner Bros. Känguru. Wir sind übrigens bei Folge 35 für die Leute, die das wissen wollen. Ich meine, ich notiere mir das eh. Aber du, für die Statistiker hier. Du kennst das Spiel nicht, ne? Ich kenne es nicht, ich habe es selbst nicht gespielt und ich werde es auch nicht spielen wollen. Pass auf, ich halte die Klappe, ich weiß, das tue ich selten, aber jetzt starte ich das Spiel und jetzt guck einfach auf den Timer. Das haben sie von Pitfall geklaut. Mhm. Du kannst aber eigentlich, wenn du nicht jetzt total pennst, kann man eigentlich die 20 Minuten durchhalten, was wir nicht tun werden. Ich hoffe das mal. Wir wissen auch nicht, was das für eine Pike ist. Es könnte sein, hier Pickaxe-Pete vom Videopack, den Mann hat die Pike geklaut. Das ist, ja genau, das ist bestimmt die Diamanten Steinaxt oder so ähnlich. Es gibt aber auch keine Goldnuggets, um das gleich vorweg zu machen. Ja, die taugen sowieso nichts. Die Goldnuggets? Ja, die sind ja nichts mehr wert in der heutigen Zeit. Im Game schon. Soll ich mal, während du hier versuchst, irgendwelche Kängurus zu erschlagen, mal meines Amtes walten? Das sind Ratten. Oder nee, Mäuse, Entschuldigung. Für mich sieht es immer noch aus wie so ein Känguru-Baby aus den Warner Bros. Zeichentrickfilmen. Ich bleib dabei. Das waren auch immer Mäuse. Mit einer Tasche vorne drin, klar. Da waren es weibliche Mäuse. Also Mäusinnen. Wie dem auch sei. Genau, ja, mit den Titeln. Ja, es sind ja nicht so viele. Wobei ich mir jetzt auch schon wieder überlege, was hat denn das mit Mäusen zu tun? Na gut, Hole Hunter ist klar, wir suchen das Loch. Hole wirklich, nicht Mole? Nee, Hole wirklich. Okay, gut, weil das andere hätte mehr Sinn, aber gut. Ja, und so apropos Mole, da gibt's dann den Titel Mole Control. Nach Birth Control jetzt, Mole Control. Und wo wir gerade beim Thema Mole sind, es gibt auch den Mole Hunter. Also im Grunde hattest du schon recht, aber der erste Titel war ein Hole Hunter. Ist auch geil. Mhm. Ja, ich hoffe, das weiß auch der Retro Hunter. Viele Grüße. Mein Gott, ist denn der Titel. Ja, und der Originaltitel Toppy. Was? Toppy, ja, genau, so wie Todi, bloß mit P irgendwo statt ein N. Weiß ich doch nicht, warum. Woher soll ihr das wissen? Ja, weiß ich nicht, machst dich kundig. Du bist der Einzige mit Durchblick. Wobei ich jetzt spannend finde, ich gucke jetzt gerade mal bei Toppy und da zeigen sie Werbung für alles Mögliche, nur nicht für den Atari. Für Toppits. Ja, aus dem Toppits in den Geschmack. Genau! Kann man über unseren Amazon-Link bestellen? Muss man eigentlich noch irgendwie eine Partnerschaft mit Ikea oder sowas eingehen? Ja, Köttbullar. Nee, also ich möchte jetzt mal kurz weggehen. Falls jetzt Leute sich fragen, nein, spannender wird das Spiel nicht. Und das soll man 20 Minuten durchstehen. Klar, natürlich. Ja, ich glaube, ich werde es nicht tun. Also mach dir da mal keine Sorgen. Ich habe das aber mal gemacht, weil ich wissen wollte, was dann passiert. Und was ist dann passiert? Nix. Es läuft dann nochmal. Ah, geht die Zeit wieder von vorne los. Auch wieder durchaus sinnvoll. Da hat Quelle natürlich mitgedacht, hat sich gedacht, ja, das Spiel ist so toll, das ist so geil, das werden die Leute auch gerne mal 40 Minuten spielen. Oh, ich bin tot, ne? Was war denn das gerade, ein Hund? Das soll eine Schlange darstellen. Eine Schlange soll es darstellen? Bist doch hier in der Wüste. Jetzt weiß ich, was das für Löcher sind. Das sind die ganzen Löcher, wo die T-Module begraben waren. Das kann sein. Und die Schlange zeigt an, wo man sie anstellen muss. Und das Kreuz markiert auch die Stelle, wo der Schatz ist. Richtig.
War schön, ne? Ich bin total begeistert. Und ich sag's immer noch, es geht noch viel schlimmer. Wer also glaubte, dass jetzt hier der Tiefpunkt erreicht worden wäre? Nein! Es geht noch tiefer. Ja. Oder sollte ich sagen, tiefer? Ja, es muss noch tiefer. Tiefer. Noch tiefer. So tief kann ich auch nicht. Schreib das jetzt in die Kommentare, warum der Starkiller da nicht tiefer kommt. Na, weil er sich bücken muss und da kriegt er Angst in Köln. Mit diesen Worten gehen wir einfach mal zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.